Hi, heute zeigen wir dir den Umbau dieser Grills hier auf unsere Premium-Rollen mit 100 mm Durchmesser. Fangen wir beim Enders Monro Pro an. Kommt mal ein bisschen näher ran. Der Grill hat geschraubte Rollen, hier ein M10-Gewinde. Mit einem 17 mm Schlüssel kann man ihn öffnen. Der Vorteil unserer Rollen, der Hauptvorteil, ist die Größe. Diese Rollen haben 50 oder manchmal 75 mm Durchmesser. Auf die Größe kommt es an. Unsere haben 100 mm Durchmesser und eine 32 mm Spurbreite. Außerdem haben unsere Rollen, das sind Kunststoffrollen, und unsere Rollen haben ein aufvulkanisiertes Gummilaufrad. So, einmal abschrauben. Und beim Anschrauben geht es ganz einfach. Einmal von Hand ansetzen. Bremse rein. Und festdrehen. Zack. Herrlich. Jetzt geht es an den Napoleon Prestige 500 oder auch Prestige Pro 500, die sind beide gleich. Und zwar ist da die Rolle nur gesteckt, wieder eine Kunststoffrolle, und da brauchen wir zumindest den Schlitzschraubendreher. Und zwar, wir können die Rolle einfach nur raushebeln. Manche geht etwas schwerer, manche leichter. Zack, raus. Durch diesen Klemmring waren die gehalten. Der Klemmring gibt es bei uns auch. Die Aufnahme ist genau gleich, also waren die Rollen einfach nur gesteckt. Zack. Übrigens ist hier bei uns ein Kugellager verbaut. Premium-Rollen beim Napoleon Prestige fertig gepimpt. Jetzt geht es an die Bernhard-Serie. Da sind die Rollen auch gesteckt. Einfach nur rausziehen, unsere neue Rollen reinstecken. Bei Bernhard ist so, da sind die Rollen tatsächlich schon gummiert, aber sie sind eben vom Durchmesser kleiner. Spurbreite kleiner, Durchmesser kleiner. Und was noch ein großes Problem ist, das haben uns schon viele berichtet, diese Rollen radieren. Sieht man hier, und wenn man das halt auf der Terrasse hat, nicht auf dem Papier, dann hat man schwarze Striemen auf der Terrasse. Bei unserer Rolle ist der Gummi härter, passiert nichts. So, jetzt haben wir die Bernhard-Serie auch mit neuer Rolle gekippt. Jetzt geht es an den Weberspöhl. Da die 200er oder 300er Serie, hier steht hier die 300er, da brauchen wir einen Kreuzschlitzschraubendreher. Einmal die Schraube hier auf. Bei Weber ist zwar die Befestigung etwas besser als bei den anderen Grills, aber es ist immer noch das Problem, dass die Roller sehr klein sind und eben aus Kunststoff. Jetzt kommt unsere neue Roller. Einfach mit der bestehenden Schraube ersetzen. Zack, anziehen, fertig. Weberspool auch geprimpt. Das Einzige, was man uns beachten gibt, beim Weberspool 200 gibt es einen mit zwei beweglichen und zwei feststehenden Roller. Da kann man mit unseren natürlich nicht pimpen, weil schon der Grill schräg steht. Also so mit vier Rollen muss es aussehen, und dann kann man unsere Premium-Roller verwenden. Jetzt geht es an die Napoleon Rogue Serie. Und zwar, hier sind die Rollen auch gesteckt. Rolle rausziehen. Und jetzt sieht man auch hier schon das Problem. Das sind hier so Kunststoffbratzen, in die Rolle gesteckt sind. Die Rolle hält so gut, aber hier die zwei Stifte, die lassen sich zusammen und auseinanderdrücken. Und wenn jetzt unsere neue Rolle drin ist, oder selbst auch schon bei der alten, kann es vorkommen, dass sich das hier lockert. Und da haben wir uns auch etwas einfallen lassen. Und zwar beim Set dabei sind vier von denen Platten hier und eine oder vier Schrauben, vier M8 Schrauben. Das müssen wir jetzt von innen zeigen, aber von außen wird auf jeden Fall die Schraube hier gesteckt und gehalten. Und jetzt ist es ganz sinnvoll, wenn man sich die Tür beim Napoleon Rogue aushängt. Er ist ja einfach so gesteckt mit so einer Feder, die kann man sich aushängen, und jetzt gucken wir mal innen rein, wie dann das Adapterstück eingebaut wird. Hier haben wir unsere Platte, die kann in die oder in die Richtung gewendet werden. Sie passt aber nur in einer Stellung. So, hier drauf, und dann die Schraube von außen anziehen. Etwas friemelig, aber dafür hängt oder hält die Rolle dann bombefest und macht den Grill auch allgemein stabiler. So, anziehen, zack, und jetzt kann sich das Kunststoffstück hier nicht mehr lösen. Also die zwei Widerhaken haltet jetzt bombefest. Und jetzt geht's an die Rolle, und zwar die Rolle, da ist noch eine Scheibe dabei, die braucht man, dass die Rolle nicht streift. Stecker, zack, freie Rolle, die ist zwar schon benutzt, rollt aber immer noch einwandfrei.
Jetzt geht's an die Breuking-Baron-Serie. Hier wird unsere Rolle ausgetauscht und hier sieht man das Problem von Breuking. Das Fahrwerk ist nicht sonderlich stabil. Und selbst bei den kleinen Roller hier kann sich's hier verwinden, wenn man zum Beispiel über einen Hubbel oder irgendwas fährt. Auf der anderen Seite ist steifer, weil hier die Querstange eingebaut ist. Also hier ist kein Problem. Aber hier hält es einfach nicht aus. Jetzt ziehen wir mal die Rolle hier raus. Und hier haben wir uns auch schon was einfallen lassen. Und zwar beim Set sind zwei Edelschadlöcher dabei. Eins ist mit R für rechts beschriftet, eins mit L für links. Und jetzt brauchen wir das hier. Brauchen wir wieder unseren Kreuzschlitzschrauberdreher. Und hier drin sind jetzt auch noch zwei Schrauber. Eine raus und die andere muss aber nur gelöst werden. Lösen. Jetzt das Blech für links. Zack. Hier sind Langlöcher eingeleistet. Und zwar jetzt können wir die nochmal einmal ein bisschen aufdrehen. Hier verstelle, sodass das hier im 90 Grad Winkel zum Grill steht. So, alle vier Schrauben anziehen. Und jetzt sieht man schon ganz klar, zack, das Fahrwerk ist viel stabiler und ordentlich ausgeschweift. Und jetzt kommt nur noch das letzte, und zwar unsere neue Premium-Rolle. Anstecker, passt perfekt. Letzter Grill gepimpt. So, das waren jetzt die 5 Sets. Wir haben hier nur ganz viele Grills, aber es ist immer das ähnliche Prinzip. Also gesteckt, geschraubt. Bei Weber hier vielleicht ein Sonderfall, bei Breuking auch ein Sonderfall. Aber mit den 5 Sets könnt ihr alle Grills abdecken.